Dieser So. Moment, wenn du Nein, den nein, Hund rufst, beziehungsweise Signale machst, sie dich anguckt, weiß, was sie will und trotzdem nicht reagiert. Arsch. nein. Arsch auf vier Pfoten. Ja, manchmal. So. Wo ist es? Wo kann ich es schließen? Warum ist mein Taskmanager so voll? Da. Weil das kann. Ja, ich habe ja gefühlt über 100 Sachen hier, von denen ich keine Ahnung habe, was da die Hälfte von bewirkt. Das ist viel. Ja. Na gut, wie viele Sachen habe ich auf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zu viel. Über 10 Ja. Anwendungen habe ich offen. Also eindeutig zu viel. Das Problem ist, Bitte? ich muss alles Nee, auf mach zwei mal. Monitoren managen. Ich brauche einen dritten. Ja, frisches. Deine Frau braucht einen dritten. Rein Boah, theoretisch habe stressig. ich einen, aber da ist das Kabel nicht lang genug zu. Ich mich irgendwie gerade in meinem Headset verfangen. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich jetzt von hier über Konto aufmachen kann, ohne dass ich mein Headset. Nee, das geht nicht. Warte mal, ich muss kurz über Konto aufmachen. Moment. Alles gut. So. Ich muss jetzt gleich nur noch gucken, wo ich mit der Cam hinkomme. Ich muss erstmal gucken, wo ich dann die Cam hinstelle. Also, das Ding hier. Das hier. Ich glaube, es könnte im Wege sein. Deswegen mal schauen, wo ich das jetzt gleich hinpacke. Das ist ja schon alles wieder. Der Titel sagt alles. Chaos ist vorprogrammiert. So, jetzt lädt es sich erstmal noch den Wolf. Wobei, nee, so dumm ist es gar nicht. Da unten ist nichts Wichtiges. Jetzt seht ihr auch endlich mal die Kamera, die Map da oben. So doof ist es gar nicht. Okay, ich muss nichts umstellen. Ah, okay. Weil die Geschenksachen, die braucht ihr nicht mitsehen. Ah. Die Stufe der Tugend erreicht. So. Ich muss Gott sei Dank Und nichts wollte auch umstellen. ein. Bedo muss nichts umstellen. Ja, ich habe doch eigentlich meine Cam immer oben Ach rechts. so, ach so. Jetzt hab ich es allerdings mal unten. Und unten fällt mir gerade auf, ist es deutlich besser, weil jetzt sieht man auch die Karte und man sieht endlich mal die. Ah, oh, die Quests. Die hat man ja vorher nicht gesehen. Ah, die Quests. Geht das auch So. mit weniger Stöhnen? Mutti, wo bist du denn hin, Kerl? Deine Mutti hat es auch zuletzt noch alleine weitergespielt. Deine Mutti muss Ja, erstmal wieder zu toll. dir Was hast du mich jetzt quasi zur Adoption freigegeben, oder wie? Mich will doch keiner. Deswegen ja. Ey. Soziale Kontakte. Freunde. In Gruppe einladen. So, dann finde ich dich zumindest auch. Ja, ich hab doch. Wow. Wo kommen denn jetzt die Leute? Wo kommen denn jetzt die Leute her? Im Garten stand hier keiner. Es steht hier einer, das ist ja unheimlich. Der war gerade noch nicht da. Nee, ich lock mich wieder aus. Das ist mir zu gruselig. Boah, wie geht denn das hier alles nochmal? Ich habe keine Ahnung. Aber gut, das ist halt bei dir im MMO. Das, ich hab ja schon ewig. Ich meine, ich bin ja nicht so der MMO-Spieler. Ach, da hinten Ah, muss jetzt ich stimmt hin. die Welt wieder. Soll ich hier einfach warten, Ja, oder? du wartest einfach. Ich komm mal. Okay. Ich war nicht so weit weg. Ich habe beim letzten Mal noch mitgedacht und bin noch ein bisschen in deine Richtung gekommen. Weil, wie gesagt, ich habe da jetzt ja nur so Pipifax-Quests gemacht. Bibifax. Gut, davon wirst du wahrscheinlich die ein oder andere trotzdem machen. Aber nicht alle, schätze ich mal. Genauso wie ich einige Kuchen. Nee, Briefe. Briefe habe ich ohne dich noch weitergemacht. Du brauchst nicht, weil du mich siehst, gleich in Ohnmacht fallen. Ha, ich lade schon mal auf dich Oh, da ist drauf. er ja schon. Ey.
bin dein heißgeliebter Sohn, du kannst doch nicht einfach auf mir rumlatschen. Heißgeliebter? Mhm. Ja, lassen wir mal dabei. So, jetzt guck mal bitte in deinem Quest-Log. Ja, warte. Weil weil unsere Quest stimmt nicht mehr ganz überein. Die erste Ohrfeige wieder, das tat gut. Oh Gott. Oh, eine gemeinsame haben wir. Auenland, ne? Jo. Ich hab die ja hier alle, ich hab die auch eigentlich an der Seite gepinnt. Sprech mit dem Bürgermeister Gustav Zrtlere. Du musst sie jetzt auf jeden Fall alles mal bei dir reinpacken und mal auf die Karte gucken. Finde den laufenden Baum. Sprech mit Bingo in seiner Hobbit-Höhle in Michelbinge. Sucht nach Violetta Unterbersch. Unterbersch? Ne, vertrage ich nicht. Das ist mir zu folterlastig. Und besiegt die Räuber. Ich glaube, das ist so eine. Mach mal deine Karte auf, bitte. Ja, Karte ist auf. Okay. Und auf deiner Karte müsstest du jetzt Ringe sehen. Oder so Felder. Ja, so leuchtende, ne? Mhm. Also jetzt musst du mich mal führen und mir mal sagen, was jetzt so in deiner Nähe ist von den Auenland-Quests, die du hast. Der war gut. Also ich meine, wir müssten direkt für dich einmal über den Fluss. Hier ist eine. Tatsächlich ja. Hier hinten ist eine. Ja, okay. Das ist nur eine, an die ich mich erinnere. Dann bitte nicht darunter, sondern einmal hier, weil das ja auch so logisch ist, dass man in einer Strömung hier aber durchwarten kann. Ja, wir sind halt Elben, wir können das. Ja, und was machen die Hobbits in der Zwischenzeit? Saufen. Ja, gut. Ist doch arschklar. Oh, Mutti, ich hätte das auch geschafft. Ja. Ich helf doch nur so ein bisschen. So, ja, 4 Stück habe ich schon. Das ist gut. Naja, es können schon ein paar mehr sein, wenn du dich anstrengen würdest. Weißt du? Hey, lässt du mal meine Mutti in Ruhe oder was? Das ist meine Aufgabe, sie zu schlagen. Hallo? Bitte? Hallo, hörst du ja zu? Ja, ich höre zu. Hast du gesehen, wie ich dem eine gelangt habe? Hast du das gesehen? Nö. Ah, scheiße. Na komm schon. Zack. Oh, ein Metterling. Das ist Schmetterling. Kein Wunder, dass ich sprachbehindert bin, wenn du mir nur Scheiße beibringst. So, mach ich auch mal wieder was. Das dauert mir bei dir alles so lange. Finde ich auch Zeit, dass du mal wieder was machst. Ja, du beschwerst dich immer, dass ich dich nicht kämpfen lasse. Deswegen dachte ich, ich kämpf mal nicht. Oh, jetzt sind wir beim Lager. Oh, was gibt's Schönes? Was sind da auf dem Grill? Im Stück vom Allgott. Und was macht der Herr Frische? Ist er. Herr, am Piefen? Herr Frische. Frisches ist am Film gucken und am langsam einlösen. Ist er noch nicht am Schlafen? Nee, noch kurz hinter mir. Der hat doch schon vorhin gesagt, dass er eigentlich schlafen möchte. Ja, er schläft doch nicht ganz. Er guckt gerade noch einen Film. Oh, welchen denn? Vielleicht kenne ich Weiß den ich ja. nicht. Ich habe nicht gefragt. Okay, den kenne ich nicht. Ja, aber okay, tatsächlich mal nicht gefragt. Wir haben es, also ich hab's. Sprecht mit Hami Maggot. Ja. Ah. Ja, dann führ mich mal hin. Ja, hier ist noch ein Ring. Dann gehe ich gerade hin. Wirf den Ring noch einfach ins Feuer. Ja, hier ist der Ring. Hier ist doch gar nichts. Ach, da ist die Unterberg. Ach, hat's Maul. Hier musst du jetzt begleiten. Ich will dich retten. Was? Mhm. Du musst dich jetzt verteidigen. Gott, nee. Lass mal. Ich mag die nicht. Lass wohl sterben. Nein. Ja, okay, ist ja gut.
Sohn, Eltern, tu einmal, was man dir sagt. Ja, ich. Nur einmal! Hier ist doch gar nichts, vor was ich sie schützen muss. Oder soll ich sie vor so einem Grasbüschel da beschützen? Ja. Aber jetzt lauf, du kleines, fettes Vieh, ey. Weißt du, du bist schon wieder so freundlich, ey. Entschuldigung, es ist ein Hobbit. Sei froh, dass du kein Hobbit geworden bist. Ich bin ein stolzer Elf. Genau, die geht da durch. Das will sie mir jetzt nicht erzählen. Das will sie. Die surft doch da ab. Die schwimmt so. Doch, die schwimmt sogar so ein bisschen. Ist klar. Weil Hobbits da schwimmen können. Ihr habt mich gerettet. Ja, ich hätte dich am liebsten absaufen lassen, wenn es nach mir geht. Aber Mutti ist dabei, ihr muss ja lieb sein. Ja. Ja, sonst gibt es keine Schokolade zu Weihnachten. Kann ich gerne noch verzichten, ich bin so der Schoki-Fan. Es gibt kein Bier zu Weihnachten. Mach keinen Scheiß, ich bin der brave Sohn, wenn es gibt. So. Ich glaube, jetzt mussten wir da in die eine Ortschaft. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, der ist ein. Warte mal. Ich habe jetzt hier zwei Pfeile, gibt es nur drei Pfeile und aber einen Ring, der relativ scheinbar nah ist. Ja, jetzt halt auch noch da hinten. Ah ja, das ist hier diese, spricht mit Hami Maggot. Sollen wir da erst hin? Du, lauf voraus, ich hatte das schon. Das waren jetzt lauf so die... voraus. Lauf voraus. Man, reicht das, um sich was zu brechen? Nö, langweilig. Das hatten wir doch beim letzten Mal schon ausprobiert, ob man sich hier was brechen kann. Auenland, ich liebe es. Hier würde ich gerne hinziehen, nicht. Wo ich wohne, ist ja fast wie ein Auenland. Hier laufen auch nur so kleine, behaarte Leute rum. Ja, du zum Beispiel. Ja, hallo, ich trage nicht mal einen Bart. So bitte. Ja und? Hobbits tragen auch keine Bärte. Weil es mir einfach nicht steht. Hobbits tragen auch keine Bärte. Ich hab's mal versucht, weil ich so einen Obi-Wan Kenobi-Bart haben wollte. Das ging in die Hose. Jo! Ich kann mir das auch bildlich vorstellen. Was, dass es in die Hose ging? Ja. Was nehmen wir denn mal? Ich nehme mal ein Hartgebäck. Achso, das habe ich alles gekriegt. Achso. Na ja, gut, okay. Was sagst du eigentlich gut, zu meinem schicken Bogen hier? Ohne Sehne natürlich. Ja, das. Hast du den aus dem Scheidungskrieg vom Papa gekriegt? Hast du jetzt alles abgenommen, was er hatte? Ja. Habe ich aus seinen Rippen geschnitzt. Ich wusste, dass du krank bist, aber dass du so krank bist, habe ich das noch nicht gedacht. Eieiei. Oh, Arkaninchen. Arkaninchen. Arkaninel. Aus einem Händel und einem Kaninchen habe ich ein Kanhändel gemacht. Ein Kanhändel? Ein Kanhändel. Okay. Das kann ich noch nicht. Ach genau, was ist das denn hier? Handwerken, Dampfbad. Schafft Schweinebraten. Dampfbarte. Ja, steht hier. Handwerken. Dampfbad hat. Beschafft Schweinebraten zweimal. Ja, aber eins nach dem anderen. Ich will mich ja nicht überanstrengen. Oh, ist das weit. Ich habe schon jetzt keine Lust mehr. habe ich das jetzt laut gedacht? Ja, so ein bisschen. Oh. Sprecht mit Malte. Haifuß. Haltfuß? Keine Ahnung, was das heißt, so Haifuß? Ja. Haihappen. Malte. Malte, ey, das klingt echt wie Kevin, ich hasse sowas. Alte. Oh Gott, und das Schlimmste ist, ich kenne zwei Maltes, beziehungsweise einen kannte ich und einen kenne ich. Oh, Kante, warum? Ist er unter der Erde? Ja. Oh, ja. Dann tust du mir leid. Oh, Ich brauch das nicht. Weil es nur so eigentlich als Spaß gedacht. Wenn das natürlich ernsthaft so ist, dann braucht das nicht. Ja. Gut, warte mal, ich. Oh, schütt mir mal eben was zu suppeln ein. Vorgesorgt. Ich hab das jetzt alles mal hier hingeholt. Damit ich nicht immer in die Küche laufen muss. Bin ich schlau. Ich habe immer noch das Bier von gestern Abend ungeöffnet hier stehen. Ich hab's dann doch nicht mehr geöffnet. Achso, hättest du jetzt gesagt, geöffnet, hätte ich gekotzt. Und wenn du es dann noch trinken würdest. Nee, ich trinke doch kein geöffnetes Bier vom Vortag. Es gibt nichts Schlimmeres als abgestandenes Bier, ey. Das ist so abartig, das ist so räudig. Yep.
Das ist richtig. Was richtig nur noch schlimmer ist, das ist mir mal passiert, da haben wir beim Kumpel gesoffen. Am nächsten Tag auch so, boah, ich brauchte einfach ein Bier. Ich greife nach allem, was rumsteht, hab auch eine Flasche erwischt. Die war allerdings offen. Das ist schon eklig. Was noch viel ekliger war, da hat jemand seine Zigarette drin ausgemacht und die hat dich in der Fresse. Das war noch viel ekliger, Alter, hab ich gekotzt, ey. Ich hasse das. Weißt du, zigtausend Aschenbecher auf dem Tisch und irgendein Spasti schmeißt da seinen Zigarettenstummel rein und ich... Das war so eklig. Deswegen gucke ich auch immer rein, ob in meinen Flaschen irgendwas ist. Mach ich seitdem tatsächlich auch. Also ich habe mir tatsächlich angewöhnt, weil ich kenne die Partys, die ich mit Frisches erlebt habe. Er selber hat das bei mir natürlich nie gemacht, aber wir haben bei einem Kumpel von uns haben wir, da waren wir natürlich schon relativ angeheitert, haben wir die Kronkorken halbiert quasi, also einmal so zusammengedrückt. Oh, und dann in die Flasche rein. Und dann in die Flasche rein. Und ich glaube, das war auf so einer Dorffete. Ja, der Kumpel war nicht gerade begeistert, als er dann festgestellt hat, dass da 4, 5 Kronkorken in seiner Flasche drin waren. Das kann ich mir vorstellen, dass er nicht begeistert war. So gut. Ich glaube, der laufende Baum. Oh, ein Schwein. Hier kannst du auf jeden Fall einige Quests annehmen. Ich weiß nur nicht, wo. Wir müssen einmal hier durch dieses ganze Dorf warten, damit du alle Quests finden kannst. Ich wollte jetzt eigentlich erst einmal eben das Alte hier zu Ende bringen. Das kannst du gerne machen, aber das fällt mir hier gerade ein. Oh, da ist sogar noch eine für mich, glaube ich. Ein Schweinchen, oh, die sind ja so süß. Sind genau so herzlich wie du. Mm. Yum, 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 yum. Was? Was? Bitte? Also ich glaube... Doch, warte, ich habe hier auch... Ah, doch, eine Quest habe ich auch noch. Ich habe das Ende einer Quest, wo du mal den Anfang von machst. Super. Oh Gott, wie soll ich... Ey, müssen wir jetzt hier ganz hoch? Oh. Nimm doch erstmal hier im Dorf die ganzen Quests an, dann brauchen wir die nicht wieder zurücklatschen. Ja, ich... Dann kann ich meine eine auch gleich mal kurz abgeben. Also hier hat jetzt gerade noch keiner eine. Ja, warte. Wir laufen aber hier ganz kurz die ganzen Wege ab. Ich weiß nicht mehr genau, wer wo eine hat. Sind wir jetzt eigentlich in Michelbinge? In Michelbinge sind wir aber den komplett falschen Weg. Wir sind in Balgfurt. Das war eine. Da steht's, Balgfurt, okay. War nur eine Frage, ob das ist, das Kaff. Hast du bis hierhin irgendwelche Ringe über dem Kopf? Nee, ich hab noch keinen. Nein. Dann einmal hier hin. Einmal hier nach links. Ja, ist ja gut, ich sehe es. Du hältst deinen Sohn auch für komplett behindert, oder? Ja. Ich wollte darauf keine ehrliche Antwort haben. Achso, einmal. Muss ich. Ah, nee, warte, ist hier. Ich habe mich jetzt gerade selber verguckt. Lass das Schwein in Ruhe. Artig. Hä? Ich tue doch dem Schwein gar nichts. Ja, hier ist ein Ring drüber, aber. Das wird mir nicht mal auf der Karte angezeigt, dass die einen darüber hat. Ja, nee, das. Was wollt ihr? Es geht darum, dass du die einmal annimmst. Mich doch wenigstens an. Okay, die geht noch nicht? Ja, ich bin nur noch hier. So, sprecht mit Milo Bolga. So, warte. Dann habe ich hier, glaube ich, noch eine Quest, die du auch annehmen kannst, meine ich, die ich jetzt abgeben kann. Okay. Oh, habe ich hier noch was? Nee, an Briefen habe ich hier nichts mehr. Hier oben müssten noch einige Quests sein. Weißt du nicht? Wir haben keinen Ring. Er hier hat einen, hier, der Typ. Ja, bei dem... Wie heißt der? Odwaka... Odwaka, glaube ich. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Richtig, ich glaube, mein Landgütchen zu melden. Ach ja, das war die Quest mit den schwarzen Reitern. Das ist alles Scheiße, was sie hier anzubieten haben. Ja, es ist halt Auenland. Ach, und das hier ist Kuchen. Ach, genau, sie hat... Nee. Doch. Warte, okay. Warte, in welchen Ort musst du als nächstes?
Wo soll ich das denn wissen? Weiß ich nicht. Hier sind irgendwelche zigtausend Pfeile verteilt. Na gut, wir gehen einfach warte, nach Hobby. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Lützelbinge? In Ordnung. Darsenring? Ja, jetzt hat sich jetzt Lützelbinge, okay. Ja, jetzt aber auch hier mal. Dann einmal den Kuchen, ja. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Unmittelbar in der Nähe eigentlich. Ja, okay. Na ja, gut, okay. Wir machen hier einmal den Kuchen. Dann haben wir das hinter uns. Das habe ich nämlich ja noch nicht gemacht. Na gut, dann holen wir den Kuchen. Hast du den Kuchen? Achso. Warte. Wo denn? Sie hier ansprechen. Oder geht das wieder nicht? Hab ich. Und dann müsste hier eigentlich ein Kuchen erscheinen wieder. Ist aber nicht. Weil ich habe zwar dieses Symbol darüber, dass ich das eigentlich angenommen habe, aber hier ist kein Kuchen. Warte mal. Oder wir können das nur machen, wenn wir nicht in einer Gruppe sind. Ja, blöd. Ich kenne doch den Weg gar nicht. Ja, du... Hast du mich jetzt gerade rausgeschmissen? Ja, ich habe dich gerade kurz rausgeschmissen und ich will mal was testen. Weil mich das gerade selber interessiert. Warte, bleib da einfach mal stehen. Es ist nach wie vor kein... Ja, warte. Ich lass mich einmal ganz kurz entdecken. Weil mich interessiert das gerade selber so. Gescheitert, genau. Ja. Ist jetzt bei dir ein Kuchen? Ja. Ah. Ja, dann nimm einmal. Jo. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? So. Bei dir einer? Nee, bei mir ist jetzt tatsächlich keiner. Ey. Okay, dann geht das alles nur nacheinander anscheinend. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Warte, okay, dann lass dich mal entdecken. Dann macht halt nur einer von uns die Quest. Warte, hier oben ist einer. Ah ja, ich sehe da das Auge. Okay. Ich glaube. Du kannst mich jetzt dann kannst du mich ja wieder einladen. Nee, war immer noch kein Kuchen hier. Ja, dann macht das halt nur einer von uns. Ist ja auch okay. Es tut mir leid. Ich war in Gedanken ganz woanders. Nur bei mir erscheint des Weiteren kein Kuchen. Okay. Ja, einmal abbrechen. Annehmen. Achso, kann ich erst wieder 4 Minuten annehmen. Was denn für ein... Okay. Wo musst du hin? Ja, theoretisch irgendwie in die Richtung. Hier so. Okay, in die Richtung. Sucht nachts nach dem schwarzen Reiter. Okay. Ach, das ist eine Quest, die hier in der Nähe ist. Ja, da glaube ich. Ist zwar nicht nachts, aber... Okay, macht ja nichts. Ach, und was eierst denn schon hier durch die Gegend, ey? Ey. Ist das auf einmal... Hä? Ich bin gerade etwas irritiert. Hä? Was denn? Ja, eben gab es noch dieser Ring auf der Karte. Hier, und jetzt ist das irgendwie weg. Na gut, egal. Gehen wir mal einfach hier hin. Hier ist ein Pfeil. Ich würde dir ja gern helfen, aber... Mir ist nicht mehr zu helfen. Das weißt du doch. Ja. Du hast mich großgezogen. Also wenn du es nicht weißt, wer denn dann? Oh Gott. Dauna? Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich weiß leider nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht, deswegen. viel Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, wir können dir ein bisschen Freude bereiten. Hier. In diesen düsteren Tagen. sind hier so ein bisschen gerade. Warte, ich will hier mal meinen Ernst das Ding töten. Sind hier gerade so ein bisschen am Rumdümpeln im Auenland. Ja, versuchen wunderbar. Wieder auf einen Nenner zu kommen mit unseren Quests. Jetzt zeigt er da hinten, dass der Ring ist. Und man will das nämlich verarschen.
Jetzt gehe ich weiter, also wirklich. Solange du irgendeine Aufgabe machst. Also ich hoffe es. Jetzt ist der Pfeil hier weg. Wo soll ich denn jetzt wissen, wo ich hin muss? Jetzt guck doch mal in deinen Aufgaben-Quest-Log, Dingens, Karten, Map. Wie stresst mich das Spiel jetzt schon wieder, ey? Ja, ich. Oh, aufpassen, dass du keinen Stress kriegst. Dadurch wirst du nicht schöner. Den habe ich schon auf dem Hals sitzen, den Stresspickel. Mhm. Nur genau wollte ich. Also irgendwie verstehe ich das nicht. Wieso ist jetzt der Pfeil weg? Also es zeigt er mir wieder, dass ich in die Richtung muss. Weil du dann, glaube ich, am Quest hier vorbei bist. Aber auf der Karte wird. Warte mal, wo sind wir denn? Auf der Karte wird nichts angezeigt. Ich spiele schon länger. Also ich habe vor, oh Gott, keine Ahnung wie vielen Jahren. 6, 7. Jetzt zeigt er mir wieder was in Balkfurt an. Habe ich das erste Mal Herr der Ringe online gespielt. Dann eine ganze Weile nicht mehr, weil alleine es halt keinen Spaß gemacht hat. Und ja, jetzt spielen wir seit Januar, glaube ich. Also eigentlich seit ich angefangen habe mit Streams, spielen wir jetzt hier. Und ja. Ich muss aber nicht so lange. Nee. Ich bin jetzt seit 4 Monaten dabei, quasi. Heute seit. Ja doch, heute seit 4 Monaten. Oh Gott. Aidan? Schön, dass du da bist und einen wundervollen Abend. Herzlich willkommen. Also es kann sein, dass wir jetzt übrigens noch tausendmal in die falsche Richtung laufen, ne? Also nur zur Aufklärung, wir versuchen ja wieder auf einen Nenner mit den Quests zu kommen und Kaya ist ein bisschen überfordert. So ein bisschen lügt doch nicht. Ja, es ist relativ selten, dass wir streamen, weil es halt immer so spontan ist. Je nachdem, wann Kollege hier Zeit hat. Kollege Schnürschuh. Und ja, deswegen. Kann ich Herr der Ringe nie so wirklich einplanen, leider. Aber heute hatten wir halt spontan beide Zeit dafür. Und ja, deswegen. Also eigentlich hatten wir immer gesagt, dass wir mittwochs und sonntags streamen, aber das war jetzt, glaube ich, über einen Monat jetzt nicht mehr so, glaube ich. Ich glaube, das letzte Mal vor 2 Wochen schon wieder vielleicht. Da einmal ganz kurz. Alter, ich raste gleich aus. Also eigentlich sollte deine Quest hier sein, aber ich weiß nicht, ob du dafür wirklich nachts hier hin musst. Weil eigentlich müsste hier dann eine Figur stehen mit so einer schwarzen Kutte, glaube ich. Okay. Schweine in Gefahr hätte ich auch noch. Ja, danke. Wie weit bist du schon? Oh Gott, wir sind noch gar nicht weit. Also, wir haben uns vorgenommen halt. Ich habe mir vorgenommen, das Buch der Taten halt so ein bisschen zu machen, zumindest was die Gebiete angeht. Und wir haben jetzt, ja, die Eredluin haben wir soweit fertig. Jetzt sitzen wir im Auenland und ja, wir sind noch ganz am Anfang. Es erwarten uns noch viele, viele, viele Maps. Wenn ich mich hier weiter verirre, kommen wir nicht weiter. Nein, wir werden immer im Auenland hängen bleiben. Oder sei nicht so pessimistisch. Ich bin nicht pessimistisch, ich bin realistisch. Also wir sind bei. Also ich bin Stufe 18, er ist Stufe 17. Das, ja. Na gut, gehen wir mal einfach hier lang. Mal sehen, wann sich der Fall wieder Luft auflöst. Guckt, was musst du denn genau machen? Ja, sprecht mit. Zum Beispiel, da wollte ich jetzt hin, Milo Bolga. Wo ist denn der Penner? Ja, guck, drück mal auf M. Hab ich, aber. Wir waren ja gerade bei den Schweinen. Er zeigt mir auch an hier, dass in Balkfurt da einer ist, aber. Wo denn? Schick mir mal ein Foto von. Wovon? Ja, so. Von deiner Karte. Von deiner Karte und von dem Questnamen, bitte. Ach so, Dann kann ich dir eher helfen, als wenn ich jetzt hier rumstehe und keine Ahnung habe. Ich habe die Quest nämlich nicht mehr genau im Blick.
Ich weiß nicht mehr genau, wie die Quest ging. Ich weiß, wie sie ungefähr abläuft, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wo du wann nee, wie hin musst. Alles gut, warte. Jedenfalls schönes Spiel. Ja, definitiv. Also, ich habe mich damals echt in das Spiel verliebt, aber allein hatte ich halt keinen Bock. Ich habe, glaube ich, bis Level 40 ungefähr gemacht. Also auch nicht gerade weit. Aber ja. Ich hatte dann halt alleine keine Lust mehr. Huch, wo bist du hin? Und ja. Ach, da. Was machst du denn da unten? Ich habe mir das Bein gebrochen. So, müsstest eigentlich. Auf welchem Server seid ihr denn? Wir sind auf Belegar. Belegar? Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Belgien. Belgien. Nein, das wäre dann noch möglich. Ja, wäre möglich, aber wie gesagt, wir haben dann halt gedacht, wir machen das erstmal so alleine. Warte, suchen von nachts nach dem schwarzen Reiter. Ja, dann müssen wir da auch nachts hin. Wahrscheinlich. Ja, es wird ja nicht nachts, ist ja die ganze Zeit hier ehrlich der Tag. Es wird ja irgendwann nachts. Ich weiß gar nicht, sieht man das hier? Nee. Müssen wir warten, bis es dunkel wird. Okay. Na gut, dann warten wir jetzt. Dann setze ich mich jetzt hin. Nee, das nicht. Genieß die Gegend. Mach mal das Quest-Ding Handwerken da weg. Mach mal nur die ja. Dinger, die Owlland Quest sonst. Was kann ich irgendwie. Ja, ich hatte erst versucht beim Freund da mit einzuspannen, aber mein Freund ist halt überhaupt kein MMO-Fan. Er liebt zwar die offene Welt, aber er konnte sich da nicht so ganz für begeistern. Wir sind dann wirklich so ganz am Anfang stehen geblieben. Und ja, da bin ich mit Kaya hier noch schon ein bisschen weitergekommen. Und ja, dann habe ich halt alleine weitergespielt und hatte halt aber irgendwann überhaupt keine Lust mehr. Und dann musste man halt auch Gruppenaufgaben machen. Dann habe ich nie eine Gruppe gefunden. Und ja, dann war es erstmal aus mit der Begeisterung für dieses Spiel. Und ja, jetzt haben wir uns dann letztes Jahr Dezember hatten wir dann halt uns mal zusammengesetzt und ich habe Kaya hier so ein bisschen bequatscht. Er wollte es eigentlich gar nicht, aber ja, jetzt ist er hier mittendrin gefangen und kommt hier nicht mehr raus und muss das Spiel mit mir spielen. Siehst du, ich sag ja, wir kommen nie wieder aus dem Auenland raus. Eigentlich können wir uns hier ein Haus suchen, einziehen und, den Rest unseres Lebens hier ab. Also du hast zumindest eine Quest, die ich hier auch noch mit drin habe. Ja, dann machen wir die. Also eine Questreihe, sag ich jetzt mal. So, hast du jetzt einmal alles im Auenland angepinnt, die fünf angepinnt, die du hast im Auenland? Moment, Auenland, ja. Ja. Okay, das geht nicht. Dann habe ich jetzt alles angepinnt, was ich anpinnen konnte. Okay. Ich brauche eine Pfeife, finde die. Die Pfeife brauche ich auch noch. Ja, hast du doch, ich bin noch eine Pfeife. Das stimmt aber. Oh Mann, ich das aber nicht. Ja, genau. Wir können auf jeden Fall einmal nach Michel Binge und mit Bingo Boffin einmal labern. Wie wäre das? Hallo. Jo, hallo. Unglaublich hier. So, und wenn es dann irgendwann mal dunkel wird, dann kommen wir zurück und dann machst du wieder mal deine Ja, bis wir dann wieder hier sind, ist es wieder hell. Gibt ja schnell, also wir können dann ja uns einmal ein Pferdchen nehmen. Also das Beste echt an dem Spiel ist ohne Scheiß sind einfach die Ohrfeigen. Wenn es das in jedem Spiel geben würde, geil. Schau vor, Toshi, jetzt hier, Final Fantasy VII, das Remake. Du kannst Barret anklatschen, wie geil wäre das denn? Ah, okay. Ja, wär schon geil, aber na. auf Kuwait hier habe ich einen privaten Char. Den ich jetzt gerade neu angefangen habe wieder. Private. Aus Langeweile. Purer Langeweile. Ja. Ja, ich dachte, ich spiele mal mit Hobbit, aber ich kann mich für die Hobbits nicht begeistern.
Wer hätte das gedacht? Ich bin und bleibe eine Elbin. Ja, oder ein Mensch. Und über alles erhaben. Zwerge mag ich auch nicht.